Hallo und willkommen zurück zu Das Schwarze Auge, Satinas Ketten, hier im Badehaus in Enki. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wir haben uns das ja schon mal minimal angeguckt. Das kann ich brauchen bei diesem Nostria-Wetter. Sag doch auf Deutsch einfach, das Scheißwetter. Oh, ein Handtuch. Ein rosanes Handtuch. Das kann ich brauchen. Können wir mit der Baderin sprechen? Oder ist sie beschäftigt? Dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Ja, das müssen wir selber wissen. Übrigens, schicke Frisur, die Dame. So der stylische, geschorene Scheitel hier. Was wisst ihr denn über Goswin, werte Baderin? Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Ich soll etwas bei ihm abliefern, das ist alles. Auch ein Bote, ja? Richtig. Dann bist du umsonst gekommen. Ist wieso auch ein Bote? Das Brüderchen haben seinen Leib aus dem Svelte gefischt damals. Abscheulicher Anblick. Er hat ihn umgebracht. Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Und was könnt ihr mir sonst noch so? Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann, Brüderchen Menander. Aber am Ende ist Meschugge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Ein was? Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Also das Prisma. Hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß, warum. Wenn da mal nicht der Seher mit zu tun hat. Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus? Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekündigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Okay, Harm hat das Haus gekauft. Dann müssen wir bei ihm wahrscheinlich den Schlüssel dann holen. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch leben ein Weilchen, also sei still. Okay, Minka, wir lassen dich anleben. Was ist das für eine Figur? Was? Ei, das ist ein Frosch aus Stein. Geschenk vom ehrenwerten Harm. Er sieht so echt aus, als sei er verzaubert worden. Ei, war teures Geschenk. Und was könnt ihr uns über Harm erzählen, werte Dame? Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann, Harm. Ihm gehört beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Ob das wirklich so ist oder ob die nur, ob einige nur glauben, dass er ein Segen ist? Aber die wissen doch bestimmt, dass der auch Dreck am Stängel hat, oder? Woher hat sie die Wunde? Ich stelle keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Ja, das ist eine schöne Arbeit. Wunden bedarfen Zeit. Geh fragen mal über das Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja. Prostitution? Ende der Geschichte. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wo... Aber du hast gesagt... Hör zu. Okay, sie will also nicht über das Prisma reden. Biene. Sie will auf keinen Fall über das Prisma reden. Und Harm ist angeblich auch ein ganz, ganz guter. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Woher hast du die Wunde? Es geht dich was an. Ich frage nur. Wenn irgendwie Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Warum gleich so böse? Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Wer ist dieser Araugen? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht die Fragen stellen. Wir sind ja schon weg. Mann, ist die aggressiv. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Was liegt da eigentlich? Da kommen wir nicht ran.
Da ist ein Gast, mit dem wir reden können. Los, ab ins Brackwasser. Nein, danke. Wasserscheu, hm? Ich muss zugeben, ich habe gedacht, das wäre eine Frau. Also nicht, dass ich was dagegen habe, dass er sehr weiblich aussieht, aber ich habe wirklich gedacht, da badet eine Frau. Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König, aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck, hab ihn vergessen. Hey, nicht immer gleich fluchen. Nur noch Augen für... die Botin. Ganz genau. Für, deine Freundin wird's dir danken, dass du nicht mal mehr ihren Namen weißt. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Oh, willst du nicht über die Planke gehen? Ein bisschen baden? Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Wenn das mal nicht wirklich verzauberte Tiere sind. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Du willst bitte was? Dein Lachs baden? Bis später. Willst du erstmal den Eichelkäse wegputzen? Oh. Okay, was können wir mit ihnen hier? Oh, da liegt noch was. Können wir das mitnehmen? Das kann nicht gesund sein. Da ist ein Orkschädel drauf gemalt. Und das ist... ah, Brandwein. Du trinkst besser nichts mehr. Hallo. Hey. Der ist ganz weit weg. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Okay, wir haben hier Aufzeichnung. Wir haben Spiegel. Wir haben Enterhaken. Was haben wir hier noch? Er ist ganz beschlagen, Mann. Wir haben Räucherhaken, wir haben Eimer. Können wir hier den Betrunkenen nehmen? Er kennt nicht mal mehr seine eigenen Füße. So, wo finden wir denn den ehrenwerten Harm? Was machst du denn beim Fischer? Ach genau, du sollst ihn ja einen Fisch abschwatzen. Sag mal, Nori... hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Hm. Bin gleich zurück. Okay, jetzt haben wir einen Fisch. Ein Zapfhahn, ein Handtuch. Eine leere Brandweinflasche. Ein Hering. Blauer Hering. Was können wir mit dem Hering machen? Können wir den an den Räucherhaken tun? An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Können wir den aufnehmen? Es klang so, als wenn wir den aufnehmen können. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Jetzt haben wir nur noch eine Fischgräte. Was hast du mit dem Fleisch gemacht? Jetzt hat er den guten Fisch hat er weggeschmissen. Hey, hey, hey. Immer langsam. Was hast du hier zu suchen? Ich will mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. Ja. So. Und warum? Weil ich das so sage. Ja, das glaubt er nicht, dass wir Harms Neffe sind. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Oh.
Okay, das war falsch. Hey, hey, hey. Ich muss so. Wir sind der neue Nachbar. Wir möchten uns eine Schüssel Zucker leihen. Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Vom was? Nachbarschiff. Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen. Oder es versuchen. Und dafür braucht er Zucker. Mach dich vom Acker. Und wenn wir jetzt lügen und sagen, wir wären ein Neffe? Ich bin Harm. Sein Neffe. Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Mach einen langen Schuh. Das habe ich auch noch nicht gehört. Mach dich vom Acker, kenne ich wohl. So, Nuri? Sag mal. Kannst du mir irgendwie helfen? Bin gleich. Das heißt, wir brauchen die Botschaft für Harm. Brauchst du was? Damit wir da zu ihm kommen. Da hinten los? Dem Suffkopf orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Bis später. Gib auf dein. Da können wir noch nicht rein. Du glaubst mir, wo er. Was können wir hier noch machen? Können wir vielleicht die Flasche mit Badewasser füllen oder hier der Baderin geben? Hier ist keine. Ich muss dringend mal. Wir haben hier auch sonst nichts, oder? Wir müssen an den Rucksack ran. Oh, hier, Bandagen. Na. Handtuch mit Bandagen auswechseln. Wir hängen einfach das Handtuch jetzt über den Frosch. Okay, das war auch falsch. Ja, ihn können wir ihm vielleicht die Fischgräte geben? Was soll er da? Also sagen, oh, lecker, lecker Fisch. Hier, trink erstmal einen Schluck Wasser. Vielleicht der. Ich schätze mal, wir müssen noch was mit dem Fischer, mit dem Fährmann hier besprechen, bevor wir hier weiter können. Fährmann? Also bringe ich dir Schnaps, ja? Ach, genau. Mach es gut. Wir müssen ihm Schnaps bringen. Aber wo kriegen wir jetzt Schnaps her? Fehlt nur noch das Freibier. Leer. Diese Haken scheinen nicht da. Man scheint hierzulande eine. Können wir den Enter und den Räucherhaken nicht kombinieren? Nein. Können wir mit dem Handtuch den Spiegel putzen? Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Oh. Ein polierter Spiegel. Das ist keine. Na doch nicht. Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Ist auch eine Idee. Fährmann? Leihst du mir deine Angel? Also bringe ich. Mach es gut. Sag mal. Wir können auch Nuri nicht irgendwie wieder mitnehmen, oder? Ach, hier ist auch noch was, ein Eisenring. Eisenring zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Hier werden Schiff. Was können wir denn hier machen? Können wir hier irgendwas anbringen von unseren Sachen? Hier den Enterhaken. Diese Haken scheint. Den den Eisen. An solchen Haken hängen die. Zum Ausdünsten. An solchen Haken. Den Spiegel vielleicht? Das lasse ich nicht. Können wir dann den Spiegel an den Ring vielleicht hängen? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Den Eimer? Zum Aufhängen.
Zum Aufhängen brauchen wir einen Haken. So viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. So, was haben wir hier noch? Das sieht aus, als wenn hier eine Axt oder sowas liegt. Können wir da vielleicht die Geräte reinpacken in den Eimer? Brauche ich noch. Den Schnaps. Brauche ich. Vielen Dank für den. Ich würde mir. Ja. Können wir hier vielleicht noch ein Handtuch aufhängen? Bin gerade ein bisschen überfordert. Ich glaube, das merkt man auch. So, die Froschskulptur. Können wir damit was machen? Wir kommen nicht an den Rucksack. Können wir mit ihr irgendwie noch über irgendwas anderes sprechen? Ach, wir wollen das Überbringen der Nachricht übernehmen, okay. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Zelt ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Ja, Mann. Sein Schiff. Da soll er versuchen aufzukommen, Mann. Okay, warum sollten wir jetzt die Botin eifersüchtig machen? Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushatna Roche. Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Okay, wir müssen die Botin irgendwie dann anscheinend eifersüchtig machen. Aber wie? Ein hübsches Mädchen. Nuri ist ein hübsches Mädchen. Nuri! Nurilein, ich habe eine Aufgabe für dich.